Hoffentlich wird der 13. August ein sonniger Tag in Regensburg und in ganz Ostbayern, denn dann geht's wieder los mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Zusammengefasst, der Challenge Regensburg wirft seinen Schatten voraus. In diesem Jahr werden sogar die deutschen Meisterschaften im Langstreckentriathlon in Regensburg ausgetragen und es gibt zwei wesentliche Neuerungen. Wir haben die Radstrecke geändert. Es kam aufgrund der Anfrage von Athleten und aber auch auf Bevölkerung zustande. Der Vorteil ist, wir haben eine flachere Radstrecke, die einen leichteren Einstieg in ein Langdistanzrennen gewährt. Und wir haben weniger Straßen, die wir sperren müssen im Endeffekt. Außerdem haben wir die Zuschauerzahl ist konzentrierter und wird eine bessere Stimmung geben vermutlich an der Strecke. Die Strecke wurde gekürzt, dafür gibt es jetzt drei Runden mit dem Rad. Auch Sonja Theisig greift diesmal wieder ins Geschehen ein, nachdem sie im vergangenen Jahr, hier sehen wir warum, passen musste. Sie hat sich für die zweite Neuerung entschieden, den Challenge for Two. Dabei kann jede einzelne Disziplin von zwei Athleten bewältigt werden, die sich die Strecke teilen. Wenn der erste startet, dann hat der zweite halt noch ein bisschen Pause und dann geht der zweite ins Wasser und der erste wartet, bis der dann kommt und macht sich schon radbereit. Und dann steigt er aufs Rad und radelt los und in der Zeit muss praktisch der zweite schauen, dass er an den Wechsel kommt, wo man dann übergibt. Und das verspricht zusätzliche Spannung beim Challenge. Und auch wenn es noch 183 Tage dauert bis zum Startschuss, gibt's alle Infos schon jetzt unter challenge-regensburg.com.